Kurznachrichten. Doch während der Streik bei der Bahn in vollem Gange ist, droht der Chef der Lokführergewerkschaft GDL, Weselski, bereits mit neuen Ausständen. Man brauche einen langen Atem, sagte er vor Gewerkschaftern. Verschiedene Gewerkschaften sind verfeindet. Bahnreisende im Ferienverkehr trifft das hart. Auch hart getroffen sind alle mit den Preisen. Das Statistische Bundesamt mit Sitz in Wiesbaden hat nun am Mittwoch auf seiner offiziellen Webseite neue Angaben zur Inflation in Deutschland veröffentlicht. Der höchste Stand seit Dezember 1993. Teuer ist das Leben, aber der Benzinpreis soll sinken, der Ölpreis ist abgesackt. Meldungen für den 12. August 2021, ein Donnerstag, die Kurznachrichten für Sie. Auch wenn es nichts mit dem Bahnstreik zu tun hat, Deutschland setzt seine Abschiebungen nach Afghanistan aus. Grund: die Sicherheitslage. Angesichts des schnellen Vormarsches der Taliban in Afghanistan könnte die Hauptstadt Kabul viel früher in die Hände der Aufständischen fallen, als bisher von den USA angenommen. Das schreibt die Washington Post unter Berufung auf nicht genannte Quellen in den US-Geheimdiensten. Der türkische Präsident Erdogan will mit der Führung der Taliban über eine Deeskalation in Afghanistan beraten. Das erklärt er CNN Türk. Lassen Sie mich Erich Honecker zitieren: lieber tausendmal miteinander gesprochen als einmal aufeinander geschossen. Mehr als 100 Geflüchtete wurden aus dem Ärmelkanal gerettet. Israel hat in einem beispiellosen Akt nach eigenen Angaben 1000 Wohneinheiten für Palästinenser im besetzten Westjordanland genehmigt. Die USA beschuldigen Kuba der Unterdrückung von Protesten. Im Rechtsstreit um den Auslieferungsantrag der USA hat WikiLeaks-Gründer Assange am Mittwoch eine Teilniederlage erlitten. Das Militär von Russland und Weißrussland führt gemeinsam im September Sapat 2021 durch. Transatlantische Denkfabriken in den USA warnen vor dieser Übung in der Nähe zum NATO-Raum. Ein US-Militär wird zitiert, sicherheitspolitisch eine Unbekannte. Aktuell gibt es ein Manöver mit Russland und China. Dieses findet in China selbst statt. Tja, nicht zu vergessen sind die NATO-Manöver. Hacker erbeuten Kryptowährungen im Wert von über 600 Millionen Dollar. Nach der Hängepartie im polnischen Parlament haben die Sejm-Abgeordneten am Abend das umstrittene Mediengesetz verabschiedet. Laut Sicht der Tagesschau gilt das Gesetz allgemein als Versuch, das unabhängige und regierungskritische Sendernetzwerk TVN zum Schweigen zu bringen. Falls das Gesetz in Kraft tritt, muss der US-Konzern Discovery seine Mehrheitsbeteiligung an dem Netz verkaufen. Kritiker sehen in dem neuen Gesetz einen Verstoß gegen den Grundsatz der Medienfreiheit. Auch wird gewarnt, dass das Rundfunkgesetz Polens das Verhältnis zu den USA beschädigen könnte. Was ist da los bei unseren Nachbarn? Das nationalkonservative Regierungsbündnis zudem ist zerbrochen. Das Ermittlungskomitee Russlands hat gegen den Kreml-Gegner Nawalny eine neue Anklage erhoben. Diese lautet auf die Bildung einer Organisation, die sich an den Rechten der Bürger vergreift. Das teilte die amtliche Sprecherin der Behörde, Petrenko, am Mittwoch der russischen Nachrichtenseite SNA mit. Senatoren von der Republikanischen Partei haben die Arbeit des US-Senats einem Medienbericht zufolge lahmgelegt und somit die Bestätigung dutzender Kandidaten für Ämter im State Department verhindert. Grund ist der Protest gegen Nord Stream 2. Das Robert-Koch-Institut meldet 5.638 Neuinfektionen, die Inzidenz liegt bei 27,6. Baden-Württemberg schafft die 7-Tage-Inzidenz ab. Sie wolle ja auch das Virus ausrotten. Die Corona-Krise hat zu einem historischen Rückgang der Ausbildungszahlen in Deutschland geführt. Alina Buix, die Vorsitzende des Ethikrates, hat sich für kostenpflichtige Corona-Schnelltests ausgesprochen. Der MDR berichtet, dass Clubs im Herbst wieder komplett öffnen. Der Bundesverband der Clubbetreiber Livecom wünscht sich das. Rein in die Clubs sollen alle, die geimpft, genesen oder einen PCR-Test vorweisen können. Einen weiteren Winter ohne Betrieb würden die Clubs nicht überleben. Politik und Virologen sind uneinig. Weil sich auch Geimpfte neu infizieren, überlegen diese, ob jeder einen Test machen muss. PCR-Tests für alle Clubbesucher sei kaum machbar. Einen weiteren Lockdown gibt es im Corona-Vorzeigeland Australien nach Melbourne und Sydney, jetzt die Hauptstadt Canberra. Angesichts schleppender Impffortschritte in armen Ländern fordern Oxfam und andere Hilfsorganisationen eine stärkere finanzielle Einbindung von Superreichen im Kampf gegen das Coronavirus. Auch Israel meldet stark ansteigende Infektionszahlen. Man verschärft die Beschränkungen. Die Europäische Arzneimittelbehörde prüft, ob gewisse seltene Symptome nach der Gabe von mRNA-Impfstoffen gegen Corona als Nebenwirkungen eingestuft werden sollten. Die Weltgesundheitsorganisation erprobt 3 neue Medikamente. Herbert Kickel, der Chef der österreichischen FPÖ, hat sich am Mittwoch auf einer Pressekonferenz klar gegen die Corona-Impfung ausgesprochen, jeglichen Impfdruck abgelehnt und einen Strategiewechsel in der Bekämpfung vom Coronavirus gefordert. Der Kurier zitiert Kickel: ich bin ungeimpft und es ist auch meine Absicht, das in weiterer Folge zu bleiben. Da die Impfung nicht das hält, was die Politik verspricht, müsse es eine Änderung der Strategie geben. Möglicherweise ist es ein falscher Ansatz, nur das Virus zu bekämpfen. Vielleicht wäre es sinnvoller, den Wirt zu stärken, fordert Kickel. Präventionsmaßnahmen, Stärkung des Immunsystems. Er sieht das gestärkt durch Vitaminpräparate, aber auch einen zwischenmenschlichen Umgang,
der nicht von Angst dominiert ist. Auch fordert er den verstärkten Einsatz von Medikamenten, mehr Unterstützung der Forschung. Ein Berliner Lehrer wurde suspendiert vom Dienst. Er hat die Impfkampagne mit dem Holocaust verglichen. Wohl hat er eine Fotomontage mit der Formulierung "Impfung macht frei" veröffentlicht. Der Lehrer selbst bezeichnet die Situation gegenüber der deutschen Presseagentur als eine blanke Androhung, die sein Anwalt parieren werde. Gegen ihn liege nichts vor. Das Video findet er nicht problematisch, er habe nur hinterfragen wollen, ob Impfen frei mache. In dem Zusammenhang sah ich gestern einen Jenaer Professor im MDR, der mit Begriffen wie Volksgesundheit hantierte. Assoziationen weckt das bei mir auch. In Potsdam ist vorgestern ein britischer Staatsangehöriger verhaftet worden. Vorwurf, er habe für russische Geheimdienste gearbeitet. Britisch bleiben wir. Die Tochter von Alfred Hitchcock ist im Alter von 93 Jahren gestorben, meldet Variety. Wetter, Bravo, Wetter. Ein starkes Seebeben wurde vor der philippinischen Küste registriert. 7,2. Hohe Temperaturen gibt es im Mittelmeerraum. Sizilien meldet 48,8 Grad Celsius. Das wäre ein neuer europaweiter Rekordwert, sollte dieser offiziell bestätigt werden. Heute scheint in Deutschland die Sonne, morgen Wolken im Nordosten und Gewitter an den Alpen. Samstag, Sonntag mehr Wolken, die Temperaturen nehmen etwas ab. Mach Alternative Music.